Ich hoffe, dass wir gewinnen. So. Was ist denn? Ey, Alter, musst du mir für. Nee, Alter! Ich mach doch Kopf nur! Oh! Oh! Kurzes Statement für heute Abend. Was? Dein Gefühl für heute Abend? Gefühl? Wird eine feuchte Angelegenheit. Und wir gewinnen. Boah, wenn du froh bist, Alter. Ja, gerade kurz auf die Kamera. Oh nee. Du musst jetzt so. Warte. Ja, nee, das schneiden wir raus. Ja. So, jetzt. Lieber Jan, ne? Hallo Jan. Hallo Bobby. Wie fühlst du dich? Aufgeregt vor unserem Stanley Cup Finale. Dein Gefühl für heute? Ach, schwierig, kann ich dir sagen. Auch ja? Ja, schwierig. Wir werden viel kämpfen. Frag mich bitte nicht. Ich stehe sehr unter Leistungsdruck, ja. Da ich sehr lange nicht mehr gespielt habe. Dein zweiter Versuch des Comebacks. Dein zweiter Versuch. Ja, und jetzt machen wir einfach mal aus. Das ist ein Der Tage ist angerückt. Die letzten beiden Spiele in der Meisterschaft stehen vor der Tür. Zwei Spiele? Ja, zwei Spiele. Gegen Glücksbärchen? Gegen Glücksbärchen und Eisbrecher. Beide packen wir. Die Aufstellung für. Die Aufstellung für heute Abend. Also bevor ich die Aufstellung sage, erstmal ein großes Dankeschön an die Mannschaft. Für dieses nachträgliche Geburtstagsgeschenk, die Jacke. Danke. Dann zur Aufstellung des heutigen Abends. Erste Reihe. The man has come back. Unser Willi. Im linken Sturm. Mit der dicken Hummel. Unser Center Nico Kowalewski. Rechter Sturm Tobias ist noch nicht da. Dann Verteidigung links Jan. Und Verteidigung rechts, Bobby. Die zweite Reihe ist besetzt mit Gregor im linken Sturm, wie immer. Tom Center und Nico Kramski, rechter Sturm. Verteidigung links, Micha. Und rechts, Nico Schulz. Und unser Goalie ist Arvid. Ich dachte, der spielt Sturm. Zum Verhalten auf dem Eis. Die Glücksbärchis werden versuchen, um jeden Preis heute gegen uns zu gewinnen. Lasst euch nicht auf irgendwelche Fouls ein. Wir brauchen den Fairnesspunkt. Besonders Erdeln. Ja. Provozieren lassen, Klappe halten. Bei dem Spiel gegen die Eisbrecher müssen wir aufpassen, die sind sehr laufstark. Die sind richtig schnell. Der Blaue mit dem blauen Helm ist noch fast. Der kann laufen und schießen. Ansonsten der Torwart von den Eisbrechern ist unten im unteren Bereich sehr schwach. Also der geht sehr langsam runter. Da können wir einen schnell Tor schießen. Auch wenn viel Gewusel ist bei ihm vor dem Tor, das Gleiche. Dann wird er nervös und hat keinen Überblick mehr über den Puck. Ja, ansonsten. Und wenn ihr vor mir steht, dann entweder geht der richtig rauf auf den. Ansonsten, wenn irgendwas ist, wenn irgendwelche Beschwerden oder so sind, bitte nicht.
direkt zum Spielbeobachter gehen, sondern zum Kapitän oder zum Assistenzkapitän und denen das sagen. Und die gehen dann zum Spielbeobachter und sagen das. Das wurde nämlich bei der letzten Teamvertretersitzung nochmal angesagt. Ja, also ich provoziere mal. Ansonsten habe ich noch was zu sagen. Achso, die Trainings ab sofort in Langfurt sind nur noch Einzeltrainings. Also da muss sich jeder selber anmelden, wenn er denn spielen will. Wir haben kein mannschaftsbezogenes Training mehr. Am 16.03. ist Abschlussturnier von der Eisbahn Langwitz. Hallo Tobi, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dann am 17.03. ist die Girls Night. Zu Girls Night dürfen nur Damen spielen. Und von den und Zuschauer sind nur gestattet die Freunde, Väter, Großväter oder Brüder. Teammitglieder, die keine Freundin haben, die mitspielt oder Bekannte, die mitspielt, dürfen nicht zugucken und die Eishalle nicht betreten. Ansage von Kick on Ice. Das ist natürlich Schwachsinn, aber ja. Ansonsten am 16., nee, hatte ich schon, am 31.03. ist dann das Abschlussturnier. Dort spielen auch zum ersten Mal eine neue Mannschaft mit, die nennen sich Bad Hornets. Sollen wohl alle so im Alter zwischen 19 und 24 sein und haben die ganze Zeit auf dem Alex gespielt und wollen ab nächster Saison bei Kick on Ice einsteigen. Ja, ansonsten für heute Abend möchte ich gute zwei Spiele sehen. Zwei Sieger am besten noch, damit wir nachher dann feiern können. Wie viele Siege brauchen wir? Jetzt alle? Alle beide und Wir haben einen Block, Grün wird nicht checken und alles abräumen. Das heißt, wir müssen verlieren. Ja, das war's. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Zuschauer vom Kommentatorenplatz. Was für ein Abend, was für eine Kulisse.